Hallo Leute, willkommen zu meinem neuen Video und danke euch fürs Einschalten. Heute zeige ich euch meinen Haul aus Ibiza. Irgendwie in letzter Zeit gab es mehr Hauls, aber irgendwie war ich im Urlaub und vor dem Urlaub muss man ja auch shoppen. Und ja, die neuen Sachen, die ich so habe, die zeige ich euch mal wieder. Und ich hoffe, das Video macht euch Spaß und ihr bleibt dran. Ich fange an mit den Schuhen, die ich euch bereits schon einmal gezeigt habe, und zwar auf Facebook und auf Instagram, habe ich ein Outfit of the Day, ich glaube Casual Friday war das, reingestellt und auch an diese Schuhe drin. Die sind so krass, ich weiß, die Sohle ist unterschiedlich farblich, aber das war das letzte Paar Schuhe, die es dort gab, und das eine war eben ausgestellt und deswegen ist es ein bisschen heller geworden durch die Sonne. Aber es hat mich nicht davon abgehalten, diese Schuhe unbedingt mitnehmen zu müssen, wobei ich vorher schon überlegt habe, ob das ein bisschen zu krass ist und ob ich mich auch wirklich traue, das anzuziehen. Aber wenn man das Outfit sonst relativ schlicht hält, dann passen die Schuhe doch ganz gut. Und zwar sind das so echt Lederschuhe mit unendlich viel Glitzer drauf, was aber nicht bröselt und nicht abgeht. Das finde ich wunderbar. Und die Schuhe sind einfach meine neue Liebe. Und ich hatte also die Angst, die war nicht nötig, denn ich ziehe sie jetzt eigentlich die ganze Zeit an, weil die sind auch super bequem und eben dieser Schnitt von den Schuhen, diese Form, das ist so typisch für Ibiza, wo ich die Schuhe auch her habe. Ja, das war einer meiner Mitbringsel, über die ich sehr glücklich bin. Dann habe ich mir gekauft eine Wildlederhandtasche, die ich schon gewaschen habe, deswegen haben sich diese Fransen so ein bisschen verändert. Aber trotzdem sieht es immer noch cooler aus, finde ich. Also von der Rückseite schaut das so aus. Generell alles so Wildledersachen. Ich weiß nicht, da habe ich ein absolutes Herz für. Gott, was rede ich schon hier für einen Quatsch? Also, ich liebe über alles Wildleder. Ich finde, das wirkt so toll und sieht so schön aus. Also auch so Wildlederjacken und Schuhe und eben Taschen finde ich super, super toll. Und das habe ich auch in so einer kleinen Boutique in Ibiza gekauft. Und ja, also von innen ist die nicht so der Hit, aber von außen schon. Hier, ich zeige euch mal den Namen. Vielleicht kann euch das ja weiterhelfen irgendwie. Danach, so kurz zwischendrin, zwischendurch, zeige ich euch auch ein bisschen Kosmetik. Und zwar war ich beim Kiko. Und Kiko gibt es eigentlich auch bei uns in Deutschland. Und aber nicht bei mir in der Nähe, deswegen, wenn ich schon da war, dann bin ich halt hin und habe mir ein paar Sachen gekauft. Zum Beispiel so eine Lidschattenpalette. Oh mein Gott, habe ich mich in die verliebt. Schaut euch mal bitte diese Farben an. Also für grüne Augen und vor allem für blaue ist das einfach ein Traum, weil es betont einfach das Blau super doll. Ich habe jetzt heute sogar so ein bisschen ähnliche Farben drauf und oh Gott, ich denke die ganze Zeit auf Englisch, weil ich so viele englische Videos schaue. Das poppt richtig, das Blau. Also das betont das Ganze eben. Und das sind so tolle Farben. Also man kann das entweder ganz natürlich schminken, wie auch toll so Smoky Eyes, weil eben diese tolle dunkle Farbe noch dabei ist. Ich habe das noch nicht ausprobiert, also ich kann euch nicht sagen, wie die Pigmentierung ist. Aber bisher haben mich Kiko-Produkte wirklich nicht enttäuscht, noch nie. Und dann habe ich außerdem noch zwei Nagellacke. Irgendwie war ich auf so einem Glitzer-Trip, obwohl es gar nicht so Winter ist. Glitzer ist mehr so eine Wintersache. Aber die beiden Nagellacke habe ich trotzdem mitgenommen. Ich denke, der eher durchsichtigere mit den ganz kleinen weißen Silber-Glitzerpartikeln, der wird auch nicht so auffällig sein. Ich denke auch nicht so sehr deckend. Und dann habe ich noch zwei Lippenprodukte. Auch super glitzerig, werde ich euch mal unbedingt zeigen, wie die so waren. Ich mache die jetzt nicht auf, weil die sind komplett noch zu. Aber der Swatch da in dem Geschäft, der war schon sehr toll und hat mich überzeugt. Dann ist noch hier gelandet, in der Tüte sind so zwei Ringe hier drin. Und zwar habe ich mich so sehr in die verliebt. Und ich habe eigentlich schon ziemlich lange solche Ringe gesucht und die gibt es auch überall, aber irgendwie hat mich das nie richtig überzeugt. Und zwar dieser Ring hier, das war der erste, den ich entdeckt habe. Und zwar habe ich den mir gekauft auf so einem Hippie-Markt und der auch einfach der Wahnsinn war, könnte ich mir mal vorstellen. Super coole Sachen und alles total authentisch und die ganzen Hippies da und alles ist so nicht so möchte gern, sondern die leben das dort total und es war einfach so schön.
da unter denen zu sein und dort mitzulaufen und sich ein paar Sachen abzugucken und sich auch etwas inspirieren zu lassen, das war einfach der Hammer. Und der andere Ring, den ich mir noch gegönnt habe, ist dieser weiße mit diesem Perlmuttstein hier drin und das ist ein Rubin. Und ja, also die Ringe sind einfach der Hammer. Ich denke auch gerade, wo ich noch so ein bisschen braun bin, wirkt das noch mal ein bisschen mehr, als wenn ich dann im Winter wieder blass bin und die anhabe. Aber die Ringe sind meine absolute neue Liebe und günstig waren sie nicht. Aber dadurch, dass es halt eben richtige Steine sind und echtes Silber, werde ich lange und viel davon haben. Dann habe ich als nächstes mir gekauft, wunderbar, alles fliegt hin, kommen wir wieder zu Fashion, zu Klamotten, habe ich mir gekauft so einen schwarzen Blazer, der so einen runden, ganz langen Kragen hat. Wie auch der Blazer ist relativ lang und die Ärmel sind so 7/8, würde ich sagen. Die sind nicht gerade hier, sondern gehen bis hier. Also eine echt super stylische und coole, lässige Länge. Und ja, den habe ich gekauft beim Pimki. Pimki gibt es natürlich auch bei uns und der hat einen ganz tollen Stoff, also trägt sich super toll und liegt richtig schön locker. Kann man ganz toll anziehen, auch zu Kleidern zum Beispiel oder zu Jeans-Shorts, zu einem lässigen Outfit, finde ich, sieht auch ein Blazer richtig cool aus, macht das Ganze zu etwas Besonderem und nicht zu so einem Gabbel-Look, sage ich mal. Dann habe ich mir gekauft so eine Klatsch, Portemonnaie, so ein Mittelding und zwar vom Stradivarius und diesen Laden gibt es, glaube ich, auch wirklich nur in Spanien. Also den kenne ich, den Laden von Barcelona, da war ich ein paar Mal drin und in Ibiza eben und ja, das ist so eine Tasche. Ich denke mal, wenn ich irgendwie verreise, irgendwo ein Wochenendtrip mal mache, denn es ist ganz praktisch, da kann man hier alle Karten reinmachen und hier zum Beispiel auch das Handy passt ganz gut rein, vielleicht ein Schlüssel oder sowas und ja, fand ich auch super schön. Im Sommer kann man das super toll kombinieren und generell Rot zählt zu meinen Lieblingsfarben. Danach, was mir hier so schön hingeflogen ist, und zwar ein Kleid. Und das habe ich mir irgendwie länger überlegt, ob ich mich das holen soll oder nicht. Und dann hat es mich am Ende doch überzeugt. Es ist jetzt schwierig, das irgendwie zu zeigen, aber ich bin mir sicher, ich werde das im Sommer mal anziehen, auf irgendeiner Hochzeit mal wieder oder so. Und zwar vorne ist das so geschnitten und dann ist es nach unten, ich muss sogar aufstehen hier, super, super lang. Und dieser Schlitz ist wirklich vorne in der Mitte und auch relativ hoch, also sieht richtig schön sexy aus. Und hinten ist das Ganze hier rückenfrei, so halb, also unten am Popo so ein bisschen rund. Und hier oben kommen die Knöpfe zusammen und auch unten gibt es hier so einen Knopf. Also ihr könnt euch das wahrscheinlich ungefähr vorstellen, es tut mir leid, es ist so umständlich. Aber ihr werdet sicherlich mal ein angezogenes Bild davon sehen auf Facebook oder Instagram. Und ja, das Kleid hat mir super toll gefallen und auch wirklich dieses Zartrosé, diese Farbe ist absolut meins, liebe ich total. Konnte ich gar nicht die Finger davon lassen eigentlich. Und dann habe ich noch ein Kleid und zwar in so einem Senfgelb. Vorne kann man das auch, man kann das mit Trägern tragen, der gerade ab ist oder auch ohne. Und es ist ein Kleid, das hier an der Taille eng ist und dann fällt hier dieser schöne Stoff rund drüber. Und das Kleid ist auch ganz, ganz, ganz lang und hat an beiden Seiten so einen Schlitz. Und das habe ich gekauft, auch beim Pimki. Und das sitzt ganz, ganz schön. Und im Sommer, wie gesagt, wenn man nur so ein bisschen braun ist, dann sieht die Farbe wirklich super, super schön aus. Und ja, ein Kleid, wie soll ich da dann auch wieder Nein sagen, wo wir gerade auch bei dieser Farbe sind. Zum Beispiel dieses Oberteil, das ist so ein Crop Top, das habe ich gekauft auch beim Stradivarius und es gab in verschiedenen Farben und das fand ich so toll, vor allem, dass es hier auch so schön schulterfrei ist, man kann es auch nach oben ziehen oder aber auch nach unten. Und was ich auch echt super gerne mag, sind diese engen Ärmeln hier. Ja, das habe ich auch aus Spanien, aus Ibiza. Dann, was mir hier noch hingeflogen ist, ist so ein Einteiler, so ein weißer. Das ist wirklich, finde ich, richtig so ein typisches Sommerteil. Und das habe ich gekauft beim Bershka. Es hat hier so etwas längere Ärmel und dann geht es nach unten. Hat hier so ganz schönes Muster, schön fein, wirklich
schöne Details und das ist hier eben so wie eine Shorts unten. Auch wenn es hier zweilagig ist, ist es trotzdem etwas durchsichtig, aber mit hautfarbener Unterwäsche geht das schon auf jeden Fall. Und das sieht auch ganz, ganz schön aus mit offenen Haaren, so leichten Locken, wie ich die jetzt habe zum Beispiel. Kann man das super schön anziehen, entweder gemütlich mit Flipflops oder auch mit hohen Schuhen, kann man schön toll stylen mit großem Schmuck zum Beispiel. Kennt ihr das, wenn man irgendwie ein Teil in der Hand hat oder es sieht irgendwo, dann hat man komplettes Outfit schon im Kopf. Mir geht es total oft, deswegen bin ich auch so ein Shopping-Opfer, weil ich kann mir sofort das drumherum alles vorstellen und dann bin ich sofort beeindruckt und muss es haben. Mann, gut, eigentlich gut, aber manchmal auch nicht so gut. Dann sind wir mal so am Strand entlang gelaufen und wie ihr das wahrscheinlich vom Urlaub kennt, eigentlich egal wo man ist, da gibt es immer diese kleinen Touristen-Shops, wo es eigentlich nichts gibt, nur Kram. Aber ich habe mir trotzdem was gefunden und zwar so ein Shirt, ja genau, da unten steht Ibiza und das fand ich ganz süß. Das ist ja so ausgeschnitten, ganz dünner, leichter Stoff und dann ist es einfach so ein schönes Motiv hier drauf, was ich ganz süß fand. Kann man toll anziehen mit so Bandeau-Tops drunter. Ja, das habe ich dort noch gekauft. Dann habe ich mir auch was für die Arbeit gekauft, ein bisschen was Schickeres, was nicht so kurz ist. Und zwar auch vom Stradivarius, das ist so ein Rock, auch in so einem Hippie-Style-Print-Look, wie auch immer. Dieser Rock, das ist so ein Bleistiftrock und der geht bis knapp über die Knie und hat hinten noch so einen kleinen Schlitz und das kann man super schick kombinieren. Am besten nicht mit einem zu engen Oberteil und hohen Schuhen, weil es ist vielleicht teilweise zu sexy. Aber vielleicht mit einem etwas lockereren T-Shirt, vielleicht einem weißen oder so, kann man das schön hier reinkrempeln, also schön hier reintun in den Rock und vielleicht einen hohen Dutt dazu tragen und das stelle ich mir sehr schön vor. Da freue ich mich drauf. Wo wir gerade bei Rock sind, da habe ich noch einen Rock und der ist so lästig, den kann man wirklich nur zum Chillen anziehen, vielleicht zu so einem Grillabend bei Freunden oder so. Oder vielleicht auch, wenn man selbst in die Stadt geht oder auch ins Schwimmbad. Das ist so einer, auch vom Stradivarius. Der hat einen relativ dicken Stoff, also aber der fühlt sich so schön an, der ist richtig weich und der ist ganz, ganz lang und diese Knopfleiste, diese Knöpfe, die gehen wirklich bis fast ganz unten hin und das Tolle ist eben, dass man das aufmachen kann, diese Knöpfe oder auch schließen und ich habe die bis ganz weit nach oben noch auf, so dass ich beim Laufen einen schönen Schlitz vorne habe und alles immer noch lässig, locker frei ist, aber trotzdem, es ist auch nicht durchsichtig oder so, ne? Das ist nicht too much. Und ja, also den liebe ich sehr. Ich glaube, ich habe aus dem Urlaub auch ein Foto damit gemacht, genau. Und zwar sogar mit diesem Oberteil und dann habe ich diesen Rock dazu getragen und das sah sehr schön aus, fand ich. Und vor allem war das sehr, sehr, sehr bequem. Und dann sind wir auch schon fast fertig. Und zwar habe ich dann sogar noch eine Jeans gekauft, in die ich kaum reingekommen bin. Im Geschäft, weil ich natürlich frisch eingecremt war, frisch vom Strand. Ja, und zwar ist das so eine schwarze Jeans. Ich denke mal, schwarze Jeans braucht jeder Mensch. Aber die hat hier solche Löcher, deswegen kann ich sie zum Beispiel nicht auf die Arbeit ins Büro anziehen. Aber so zum Beispiel mit Freunden ausgehen oder so. Und das ist eine High-Waisted Jeans, weil es einfach meine neue Liebe ist. Ich kann nicht ohne, ich liebe diese Hosen einfach über alles. Und ja, hinten hat die Hose aber keine Löcher, sondern noch so Hosentaschen, die schön genau auf dem Popo sitzen. Und ja, und die Hose hat auch so eine eigentlich 7/8 Länge, aber bei mir ist es einfach komplett eine normale lange Hose, weil ich so kurze Beine habe. Naja, nicht schlimm. Gibt Schlimmeres, gell? So, und dann habe ich noch so einen schicken Einteiler. Das ist auch hier so ein Wildlederstoff und auch das habe ich vom Stradivarius. Und die Hose habe ich auch vom Stradivarius, also ein echt cooler Laden, kann man vergleichen. Das ist so ungefähr wie Mango, Zara, Bershka, das ist alles so ähnlich vom Stil. Und dieser Einteiler, dieser Wildleder-Einteiler ist auch mit so einer Hose unten dran und hat hier an der Seite solche Hosentaschen. Und das lässt sich so schön kombinieren, zum Beispiel mit einem weißen Blazer und offenen Haaren. Und das ist auch, finde ich, so ein richtig schönes Teil, wo man auch so
zum Beispiel mit Federohrringen schön spielen kann oder auch Federn in den Haaren und solche Geschichten dazu anziehen kann. Also da gibt es total viele Möglichkeiten. Und ja, also ich bin mir sicher, dass ich irgendwas vergessen habe, aber das meiste auf jeden Fall habe ich euch jetzt gezeigt. Und wer sich fragt, also ich werde ziemlich oft gefragt, zum Beispiel, wie ich meine Haare gemacht habe im Video. Die Haare habe ich gemacht mit einem Glätteisen. Und zwar habe ich den zwar heiß eingestellt, aber ziemlich schnell durchgezogen. Deswegen habe ich jetzt nur so Wellen und keine Locken. Und auf meinen Lippen, wer sich das fragt, trage ich einen Lippenstift von P2. Und zwar ist es der Kärntner Straße, die Nummer 012. So. Und ja, das war's auch mit meinem neuen Video. Mal wieder aus New York. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und wer gerade das Video mich zum ersten Mal sieht, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr die zukünftigen Videos nicht mehr. Ich würde mich riesig freuen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.